Da kann ich wirklich jetzt hier außen rumfliegen und jetzt da, ich sehe die Autos, guck mal, da außen rumfliegen ums Haus. Du hast überhaupt keinen Schein, du darfst gar nicht fliegen. Ich habe einen Schein. Was ich für einen Schein habe. Yachtschein. Ja. Und immer im Kreis rum. Guck mal, deine Frau, die liegt am Garten. Oh, nee, jetzt ist sie weg. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Kuckuck. Ah, Matze und? Und der Lutze, wie immer am Montag. Wetter draußen, Matze hat endlich gemacht, hat er gelernt, wie man Wetter macht. Er hat aber lange viel gebraucht, müssen wir mal zugeben. Ich habe heute erst die Heizung abgeschalten. Wir haben Ende Mai, das muss man sich mal vorstellen, wie bekloppt das ist. Wir haben ein Drittel mehr Heizenergie verbraucht als letztes Jahr, hat meine Frau vorhin zu mir gesagt. Wer hat der können? Sag mal, warum ist denn so eine dreckige Brille? Willst du mich mal putzen? Gut, später. Ja, aber jetzt haben wir Sommer, fast. Jetzt bist du jetzt eingeschnappt? Ich sehe doch den Trick da auf dem. Ja, wenn du laufend da rumtatscht, lauf jetzt. So. Was? Gruß der Woche. Guck, er hat gesagt, wir sollen die Flöhe grüßen. Die Flöhe grüßen wir heute zum Geburtstag. Aber ohne Haar. Ohne Haar. Sprich doch mal Flo ohne Haar. Flo. Flo. Jetzt Flo mit Haar. Flo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Flo. Alles Gute. Ja, wir haben Durst hier. Ach nee, Matze trinkt ja nichts. Und wir grüßen auch 1002. Nee, stopp. 1000. Wir müssen uns ja wegrechnen. Genau, 1000. Borkheide News hat es endlich geschafft, die 1000 zu kriegen. Jetzt muss man allerdings sagen, dafür, dass wir hier 2000 Einwohner haben und die Hälfte der Einwohner hier in der Gruppe ist, ist das schon perfekt. Und jetzt kommen die auch von überall, ich weiß. Aber trotzdem, ist ja nicht jeder bei Facebook. Auch das. Ja, und da muss man schon sagen. Also was mich aber wundert, wenn wir hier schon 1000 bei Borkheide News haben, in der Facebook-Gruppe, wundert es mich, dass wir noch gar nicht 1000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal haben. Naja, die gucken ja so, die müssen ja nicht abonnieren. Man kann ja gucken, ohne dass man abonniert. Nee, das wird jetzt festgelegt. Habt ihr gehört, ja? Also ihr sollt unten abonnieren klicken, weil wir zählen jetzt, wir kriegen wir dafür Geld? Nee. Nö. Nee, kriegen wir auch nicht. Nee. Aber wir freuen uns jede Woche, wenn es einer mehr wird. Nee, das ist, also wir kriegen tatsächlich von YouTube gar kein Geld, weil wir brauchen mindestens 1000 Abonnement. 4000. 4000. Und das lohnt sich gar nicht. Und dafür kriegen wir demnächst noch Werbung aufgebrummt, ja? Ja, kostenlos. Für nichts. Gut. So, Matze will malen lernen, hat er gesagt. Der hat sich schon angemeldet bei Frau. Ich könnte jetzt sagen, was ich malen kann, aber die Kerstin Borgmann macht wieder einen Termin für einen Malkurs in Borkheide am 12.06. von 10 bis 16 Uhr. Neuendorfer Straße 11, telefonisch am besten voranmelden, 91774 oder per E-Mail bei kerstin-borgmann@t-online.de. Hobbymaler. Ich kann auch malen, aber nur mit meinem Fotoapparat. Malen mit Licht nennt man das. Also ansonsten ist es anpinseln. Sag dir nachher, wie das klingt. Anpinseln. Jo, und dann haben wir noch was, und zwar geht nicht mehr nach Borgweide. Ja, die müssen jetzt alle wegbleiben. Wird ruhiger hier, der Verkehr. Wird ruhiger. Hoffe ich. Oder die stehen Schlange bis hier. Wenn wir beide die Ampel manipulieren, ist hier Ruhe. Mhm. Genau. Genau, also Einschränkungen im Kreisverkehr Borgweide vom 31.05. bis 4.06. Ist ja gar nicht so lange. Zeit vom 1. bis 4.06. kommt es aufgrund von Bauarbeiten am Kreisverkehr zu folgenden Einschränkungen. Vollsperrung der Aus- und Einfahrt in den Kreisverkehr die Ernst-Hillmann-Straße Süd. Ernst-Hillmann-Straße Süd sowie Lenina-Straße West. Die Hauptdurchfahrt Ernst-Hillmann-Straße Nord, Lenina-Straße Ost, also Borkheide-Kanin, bleibt gewährleistet, allerdings mit Ampelregelung. Also wenn du jetzt das Bild nicht drüber geblendet hättest, dann hätte keiner verstanden, was du jetzt gesagt hast. Ja, das ist auch nicht ganz so einfach, weil ich habe am Anfang auch hin und was ist denn da, was ist denn da, Kreisverkehr und da, aber du kommst da durch. Du wirst in der ganzen Zeit da gar nicht langfahren. Ich nicht, sowieso nicht. Ich fahre ja hier mal Autobahn rum. Weil da hinten nutzt mir ja nichts. Ich muss ja eh wieder auf die Autobahn. Das ist ja jetzt in der Woche, ne? Der Spargel kommt. Ja, von heute ab. Nee, trifft uns nicht. Heute geht es schon los. Vielleicht wird es hier ein bisschen ruhiger. Dann haben wir ja nicht ganz so viel Tipp, aber Waldbad, wann geht es jetzt los mit Anbahnung? Ja, wir warten ja auf die neue Eindämmungsverordnung von unserer tollen Landesregierung. Und aus der heraus werden wir herauslesen, was uns denn blüht. Nein, eigentlich müsste gar nicht mehr blühen. Wenn ich getestet würde, wären wir bei 0, so wie letztes Jahr. Jetzt haben wir 16,1 oder so heute. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt auch einige Tage schon unter 35. Wir sind unter 20. Morgen ist der siebte Tag unter 35. Ja, hier. Danach müsste sich sowieso einiges ändern. Mhm. Und wenn es wieder so
wie im letzten Jahr ein bisschen spät kam. Das ist natürlich alles in der Eigenverantwortung der Badegäste liegt, dass sie getestet, genesen, gesund, entwurmt und gechippt sind. Dann ist auch alles gut für uns, weil wir haben ja einen Rettungsschwimmer nur vor Ort und der kann natürlich nicht Rettungsaufsicht machen und zeitgleich irgendwelche Tests vorne kontrollieren etc., was gar nicht möglich ist, weil da gibt es ja auch die wildesten Auswüchse von gefälschten Sachen etc. und im Internet gekauften Sachen. Das kannst du gar nicht mehr überprüfen. Das kann man auch gar nicht überprüfen. Also es muss wieder in die Eigenverantwortung der Badegäste gelegt werden, dass wenn sie dort Zutritt haben, und es ist ja auch noch Außenbereich. Und natürlich werden wir auch im Haus dann Maskenpflicht haben, auf dem Weg zur Toilette etc. etc. Alles kein Thema. Wir sind im Gegensatz zum letzten Jahr schon etwas vorbereiteter, weil wir vermutet haben, dass das wieder von heute auf morgen kommt. Das heißt, die Wasserprobe ist letzte Woche schon gemacht worden und wäre da negativ was rausgekommen, hätten wir schon Informationen gehabt. Mhm. Wir hatten zwischendurch auch nochmal aufgerufen, sich beim Christian Tippmann zu melden, wer denn eventuell bei einem Arbeitseinsatz unterstützen könnte. Von unseren 700 Vereinsmitgliedern hatten wir die Rückmeldung in Anzahl 2. Das lohnt sich nicht. Daraufhin haben wir letzten Samstag nochmal vorstandsintern einen kleinen Arbeitseinsatz gemacht. Haben nochmal angefangen, das ganze Pflaster vom Unkraut zu befreien und so einige andere Sachen nochmal glatt gezogen auf dem Gelände. Machen wir am Samstag nochmal und dann sind wir eigentlich fit. Und wenn die Eindämmungsverordnung passt, sodass wir öffnen können, ist unser Öffnungsziel der 11.06. Das ist jetzt aber ohne Gewähr, unter Vorbehalt und habe ich im Nachhinein noch nicht gesagt. Ich habe noch nichts gehört, ich habe nichts verstanden. Na, hoffen wir mal. Wetter gibt es ja mittlerweile her. Und eigentlich gibt es auch die Inzidenz her. Also eigentlich ist. Ach, übrigens, wenn wir nicht aufmachen dürfen oder nicht können, weil die Eindämmungsverordnung irgendwelche ganz schrägen Sachen aufweist, dann bitte ich doch jeden Einzelnen, sich an die Landesregierung in Brandenburg, an die Gesundheitsämter und alle in Kopie zu schicken und sich dort selber Luft zu machen, weil wir stehen Gewehr bei Fuß und würden alles. Okay, so viel zum Waldbad. Wir hoffen mal, dass es klappt und drücken die Daumen. Bevor ich das vergesse, was ich natürlich hier gesehen habe bei Borkheide News, schaut euch mal das hier an. Das ist von einem Mitglied von Borkheide News hochgeladen worden und der hat auch 100 Euro ausgelobt für die Greifung des Täters. Das Zeug, was hier rumliegt, ist irgendwas, was jemand aus seinem Tiefkühlschrank entsorgt hat. Du brauchst mich gar nicht so anzugucken. Der liebe Matze weiß nämlich, dass der liebe Lutz einen kaputten Gefrierschrank hatte. Das heißt, und der hat sich einen neuen gekauft. Aber ich meine Lebensmittel haben es alle überlebt. Die sind auch noch in meinem Eisschrank, in meinem ich neuen. Ich wollte da fast was drunter schreiben. Aber ich kann hier Stein und Bein schwören. Ich habe Lutz seinen alten Tiefkühlschrank gesehen. Der lief noch. Und den neuen haben wir zusammen runtergetragen im Keller. Ja. Und da ist nebenbei nichts rausgekommen. Also, genau, also. Nutze war es nicht. Sowas nennt man übrigens Vorwärtsverteidigung, ne? Ja, aber ich meine, ich muss tatsächlich sagen, als ich das gelesen habe und Gefrierschrank gehört, ach du Scheiße, mein Gefrierschrank war kaputt, wo sind meine Lebensmittel hin? Nein, die sind noch alle da und ich war es nicht. Und ich glaube, ich habe auch nicht so viel hochpreisige Zeug in meinem Eisfach zu finden. Aber eine Sauerei ist es wohl, ersten Grades, ne? Kann man sich nicht ausdenken. Ich glaube, wir brauchen mehr Kameras an den Waldzufahrten. Ja, aber ist doch nicht mehr normal, dass die Leute so alles in die Wälder kannten. Aber ihr alle machen sie eh auf Öko und dann schmeißt das Zeug so gleich, wie es ist. Man kann man auch woanders entsorgen. Und da hätten sie das, irgendwelche Tiere dürfen sie das auch wieder nicht verfüttern. Keine Ahnung. Aber egal, wird man ja überall los. Ja, also wer jemanden gesehen hat oder so, der das Zeug da eventuell in den Wald gekantet hat, 100 Euro sind ausgelobt. Und ich glaube, der eine oder andere gibt dann noch einen Fünfer mit drauf, wenn es klappt, damit sich das lohnt. Durchaus. So, nennt man die Fangprämie? Okay, so viel mehr haben wir nicht. Jetzt kommen wir noch zum Schönsten, was wir momentan haben. Und das ist das Wetter. Mein Lieber, dann lobst du mich wieder hoch, wa? Hast du mal ausnahmsweise mal hingekriegt, mein Lieber. Oh, sieht doch schon mal gut aus heute. Ja. Ich sitze hier kurzärmlich, kurze Hose, bin mit dem Moped unterwegs. Hose? Du hast eine Hose an? Zeig mal. Lass nicht, dass wir Kinder sehen. Nee, sieht doch keiner. Doch, da. Und oberhalb vom Knie ist ohne Hose. Ja, eine schöne Woche wird's, ne? Morgen ist scheinbar noch so ein bisschen wolkiger, aber die Wolken verschwinden sukzessive immer mehr die Woche. Die Sonnenscheindauer wird immer mehr. Temperatur steigt auf bis zu 6, 27 Grad.
lässt am Wochenende zur Erholung, damit es nicht die ganze Woche so warm ist, noch mal ein bisschen nach. Aber es bleibt definitiv Grillwetter die ganze Woche. Niederschlagswahrscheinlichkeit ist bei unter 50% am Dienstag, glaube ich. Da ist so gut wie gar nichts zu sehen. Hier ist doch gar kein Wetter. Hier auch nicht, nee. Und trotzdem kann und muss man natürlich sagen, egal, so wie es warm wird, jederzeit möglich, dass sich mal eine Gewitterzelle bildet. Na, nicht nur das, jetzt muss man auch wieder bedenken, wir wohnen ja hier in einer Gegend, wo ganz schnell trocken wird. Das möchtest heißt, du jetzt meinen nächsten Spruch schon wieder wegnehmen? Wolltest du das sagen? Ich wollte über die Waldbrandgefahr. Los, sag mal was über die Waldbrandgefahr. Die ist da. Die ist da. So, das jetzt war's. Ja, ich weiß nicht. Diese Waldbrandgefahr, so wie es hier 3 Tage trocken ist, ist hier alles gefährlich. Deswegen aufpassen. Wolltest du noch was sagen? Ich überlege noch, was du jetzt denkst, was ich sagen wollte. Jo, sag mal, was macht eigentlich die Feuerwehr? Sind die fertig mit ihren Die Feuerwehr? Prüfung? Nein, hatte ich doch, hast du nicht aufgepasst. Am 5.6. ist dann endlich die Prüfung zum Truppmann 1. Wo ja, der Prüfer da ist. Ich habe nicht aufgepasst. Da berichten wir natürlich vom Ergebnis dann nach dem 5.6. Gut, du, das war's für heute, kurz und knapp. Wie immer hier vor der Kamera der... Moment mal, kurz und knapp, das sind 11 Minuten gewesen. Ja, es ist kurz und knapp, wir hätten auch 50 Minuten reden können. Ach, zeig. Ja, ja, okay, also... Nochmal das Ende, bitte jetzt. Das war der Montag. Hier vor der Kamera, musst du sagen. Das war der Mai 2021. Es ist noch Montag. 2021, der Mai war das. Ja, noch ein paar Stunden hin, aber du gehst jetzt gleich joggen. Und wir sagen jetzt Tschüss hier vor der Kamera der... Matze und hier. Und der Matze. Und morgen kriegst du die Geschenke, ne? Morgen ist Kindertag, mein Kleiner. Chili hat morgen Geburtstag. Auch das noch. Kriegst du die auch ein Geschenk zum Kindertag? 6 Jahre alt. Wird eigentlich schuld. Und tschüss. Tschüss.